Ein schöner neuer Startbildschirm und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, keine Angst vor Rathaus 15 bei uns so ein bisschen das Motto. Warum sollte man keine Angst vor Rathaus 15 haben? Ich meine, Rathaus 15 ist schon furchteinflößend, gar keine Frage, mit dem Monolithen, mit den beiden Kampftürmen, je nachdem, auf was sie stehen. Bei mir stehen die beide auf Gift und dementsprechend hat man natürlich so ein bisschen Respekt vor dieser Rathausstufe, habe ich so ein bisschen das Gefühl und möchte auf gar keinen Fall irgendwie, ich nenne es mal so, failen. Einige haben hier gefailt, ich inklusive, also ich nehme mich da auch nicht raus. Wir verbauen uns mal wieder die Liga selber, weißt du? Aber wir gehen mal rein. Ich hoffe, eure Liga ist vielleicht sogar schon rum. Wir sind ja einen Tag später gestartet oder anderthalb Tage später gestartet und da kann es natürlich sein, dass ihr schon einen Tag weiter seid, wenn nicht sogar fertig seid. Na, fertig vielleicht noch nicht, aber maximal einen Tag. Wir haben noch zwei Tage jetzt vor uns. Ihr seht das, ich habe noch knapp 3 Stunden Zeit, meinen Angriff hier zu machen und muss aber noch ein bisschen überlegen, was ich eigentlich mache. Aber ihr seht es hier auch schon an den Rathausstufen bzw. an den Rathäusern. Auch wir deffen hier, also auch wir bekommen mal nur einen Stern. Aber im Clankrieg vorher, den haben wir verloren. Ja, verloren mit 25-27, weil auch ich in einer hingelegt habe, hier oben, ja. Ich habe mal den weiten Weg genutzt, aber da ich sowieso immer fast am Ende angreife irgendwo, ist es so, dass ich dann, ich sag mal, all in. Ja, also alles rein, mal versuchen auf 2 oder auf 3 und wenn es dann nicht funktioniert, dann haben wir sowieso verloren, ja, aber hier 5 Einser Leute oder 6 One-Stars, rechnen wir mal meinen ab und rechnen da mal noch einen zweiten Stern mit drauf, dann sind das 5 Sterne für uns und dann sieht das schon ganz anders aus, so ein Ergebnis, ne? Mann. Warum sollte man da keine Angst vor haben? Am Tag, wo wir mal gewonnen haben, hurra, ich habe es jetzt auch so lange zurückgehalten in den Livestreams, muss ich sagen, da habe ich noch gesagt, pass mal auf, den hier oben, den kann 14er machen. Ja, und was mache ich? Den mache ich mit dem 15er. Ihr seht das hier schon. Im ersten Blick siehst du, dass diese Base hier keinen Monolithen hat. Er hat keine Kampftürme. Die hat er. Hat er nur noch nicht in seiner Kriegsbasis hier, die wahrscheinlich noch auf Rathaus Level 14 basiert, mit drin gehabt. Und ja, da weiß ich gar nicht, warum ich den eigentlich mit dem 15er gemacht habe und nicht mit dem 14er gemacht habe. Na egal. Da kommen wir gleich zu, ja, aber keine Angst vor Rathaus 15, Leute. Ich weiß, in manchen Clans sieht es ja so aus wie bei den Free-to-Playern. Das heißt also, dass ihr oben mit Rathaus 12 womöglich Rathaus 15er machen müsst. Das habe ich jetzt die Tage auch zuhauf in den Livestreams gehört, dass sowas natürlich immer noch da ist und ja. Ihr seht die Rathäuser ja auch selber. Aber ich meine, der hier war schon ein ganz netter 14er. Und man weiß dann nicht, warum der oben ist. Die anderen drunter hatten alle 3 Gebäude mehr, nämlich Monolithen und Kampftürme. Und deswegen weiß man manchmal nicht, warum ist dieser hier jetzt auf 1 gelistet. Und die vermeintlich, ich nenne sie mal so, besseren, sind da drunter. Keine Ahnung, warum das so ist. Ob das immer noch am Kriegsgewicht liegt, aber ihr seht das selber, der hat ja eine ganz gute Ausbaustufe. Der hat hier jetzt auch keinen Magierturm ausgelassen oder Bogenschützentürme oder Bombentürme oder was auch immer. Und hat auch die Infernos dementsprechend. Also da ist jetzt nichts, was jetzt, wo ich sagen könnte, na okay, der hat jetzt so ein Gewicht. Das ist doch ein bisschen Mauer. Und aber es geht ja erstmal ganz gut durch. Der Sprung war suboptimal, da springt ja kein Mensch, weil da gar keiner ist. Ja? Toto, da kann kein Mensch springen, weil da gar keiner ist, aber so soll ja auch das Base-Building vom Design her wahrscheinlich sein. Und aber ich lasse ihn einfach mal laufen, den Angriff, dann seht ihr mal wieder ein bisschen mehr Clash of Clans als irgendwelche Erzählungen oder irgendwelche Märchen über das Dezember-Update. Ja, über das Dezember-Update. Da müssen wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Das machen wir dann aber morgen im Livestream. Also ich werde heute am Donnerstag echt mal eine Pause machen. War jetzt die ganzen Tage da. Lag aber auch daran, dass ich am Dienstag doch noch überraschend ein
Nikolaus geschenkt bekommen habe und habe dann live im Stream mein nächstes iPad eingerichtet. Das sieht, ich meine, ihr seht das jetzt nicht, aber ich habe mal festgestellt, dass man alle Accounts leider wieder auf das neue iPad auch übertragen muss. Es ist nur der Hauptaccount quasi drauf, wenn ihr Daten übernehmt. Ich habe die jetzt aus der Cloud übernommen, die Daten. Und weil 1 zu 1, obwohl die Tablets nebeneinander standen, hat irgendwie nicht funktioniert. Er wollte ums Verrecken nicht mehr mein altes iPad mir anbieten und von da die Daten übertragen. Vielleicht wäre das dann anders gelaufen, aber so musste ich erstmal dann alle Accounts hier wieder auf das neue Tablet bringen und am Ende war es eigentlich wahrscheinlich nur ein Time-Fail. Wahrscheinlich war es nur ein Time-Fail und aber vermeintlich sehen, wie gesagt, die unteren hier alle anders aus. Wir haben sogar einen ausgelassen. Und ich frage mich eigentlich, warum haben wir den ausgelassen? Ah, so 14 Angriffe. Okay, einer hat nicht angegriffen. Alles klar. Einer hat nicht angegriffen. Dann gucken wir mal hier. Petsco, cool, cool, cool. Also 15 auf 15. Meine Mal gelingt dir ein Dreier. Und mal gelingt dir dann plötzlich nicht mal mehr ein Zweier. Ja, nicht mal ansatzweise. Das verstehe immer mal, wer will. Aber er konnte hier oben seinen Flamefinger mal so ganz ohne, so ich setze den mal da, ja, da nicht, dass da auch eine Tesla-Farm hätte stehen können oder so. Er hat jetzt noch Bogi, der schon mal das Lager da wegmacht, aber so kann man den Adler ja erstmal rausbekommen. Dann ist der schon mal gar keine Gefahr mehr. Ja, also wie gesagt, Leute, keine Angst vor Rathaus 15, immer munter ruf. Und es kommt da genau von der anderen Seite. Er wollte nur den Adler da bringen. Es ist verrückt. Es ist manchmal verrückt. Ja, aber ich meine, er hat ihn so bekommen und der Flamefinger oben geht jetzt ganz behende hier nach rechts und nach links und macht da womöglich sogar die Luftabwehr noch weg. Das weiß ich im Moment gar nicht. Aber auch hier hat diese Base hier schon Monolithen, hat schon Kampftürme, die allerdings oder einen Kampfturm wenigstens, der auf Wut steht. Ja, ist vielleicht nicht ganz optimal. Und wenn der Flamefinger jetzt auch noch die Luftabwehr da unten schafft, schafft er nicht ganz. Ne? Ah, der ist schon angehittet. Okay, das packt aber der King da unten. Alles klar, damit ist die Luftabwehr auch Geschichte. Nur haben wir hier natürlich auch noch einen Scattershot, der hier heftigst noch dabei ist. Und jetzt muss ich wirklich überlegen, wie er das noch schafft. Muss mir wirklich überlegen, wie er das noch packt hier. Die Truppen können natürlich nicht im eigenen Gift jetzt Schaden erlangen. Also da muss man auch immer genau hingucken. Vor allen Dingen, wenn du mit dem Flamefinger unterwegs bist und hast auch noch die Gifttürme in der Base. Ja, wer hat da gerade geschossen? Okay. Queen lenkt den Scattershot ab. Das war natürlich jetzt wirklich, würde ich mal so sagen, perfekt für die Balance. Aber die Queen hat das auch gepackt. Sehr schön. Und dann können die hier Cleanup machen. Ich habe den Angriff auch noch nicht gesehen, vielleicht im Schnelldurchlauf oder so. Alles sehen wir in den Livestreams leider auch nicht. Und ich werde euch das auf jeden Fall ein bisschen leiser machen im Kampf hier. Ich sehe gerade, dass das ganz schön laut wahrscheinlich für euch ist oder gewesen wäre, wenn ich das so gelassen hätte. Aber schöner Angriff hier von Skull auf die Nummer 2. 2 auf 2. Ja, so kann es gehen. Ich hoffe, ihr dreiert auch mal im Rathaus 15 Bereich, auch wenn die Base noch nicht so stark sind oder die Bases immer noch nicht so stark sind. Das Bauen dauert ja auch unheimlich lange, bis dann wirklich irgendwo alles so ein bisschen fertig ist. Nehmen wir mal Billy noch mit, würde ich sagen, oder? Oder wir nehmen den Jumo-Jun mit. Nehmen wir den mit, also keine Angst vor Rathaus 15. Ich sag's immer wieder, zwei Kampftürme hier und ein Monolithen auf Level 1. Das kann man ganz gut erkennen auf Level 2. Noch mal ein bisschen farbenfroher, noch ein bisschen goldiger oben. Und was nimmt er hier? Er nimmt irgendwas mit Invis. Okay, er nimmt irgendwas mit Invis. Ah ja, okay. Die Blimp. Aber die Blimp kommt auch durch. Die Blimp kommt da auch durch. Und bekommt er das Rathaus da? Das ist immer die spannende Frage. Das ist bei mir auch mal die spannende Frage. Bekommt er das Rathaus? Und er bekommt das Rathaus. Ja, er bekommt das Rathaus und bekommt auch relativ viel raus. Ihr seht das hier. Fast sogar noch den Adler. Der wird allerdings jetzt schon wieder repariert. Auch wenn man den Bauarbeiter jetzt gerade nicht sieht. Der ist dahinter.
ja, sieht man immer anhand der Animation, dass Gebäude repariert werden. Okay, jetzt hat er natürlich eine schöne Ecke da schon mal freigelegt. Allerdings hinten der Kampfturm lädt schon wieder auf im Backend. Also hier muss er jetzt ein bisschen aufpassen, sodass seine Truppen hier vor allen Dingen schön in dieser Linie bleiben. Die müssen zwar dann gleich auch irgendwo dann rüber, aber er kann immer wieder annehmen. Er hat keine Mauerbrecher mehr dabei, sehe ich jetzt gerade. Er hat keine Mauerbrecher mehr dabei, wo er noch eine Schneise schlagen könnte, dass die immer mal wieder so rumgehen, also immer so durch die Felder ma marschieren. Und okay, der berüchtigte Supercell-Troll-Tesla auf 3, den hat er hier auch weggemacht, weil der hat er hier oben den Roll-Champion gesetzt, auch noch mit den etwas älteren Tierchen. Ihr seht das hier. Ich habe jetzt einmal oder erstmalig den Digi mal benutzt. Er läuft jetzt bei mir auf Stufe 5 im Labor und bin auch wirklich mal gespannt, wenn das erste Tierchen dann fertig ist von den neuen, wie es sich dann anfühlt, ob die Angriffe dann vielleicht nochmal so eine kleine Ecke effektiver sind oder ob dann doch alles irgendwie overpowered ist. Ich meine, ein bisschen wird ja in der Balance ein bisschen wird ja geändert, und hier hat die Queen auf jeden Fall den Turm noch ein zweites Mal ausgelöst, und jetzt versucht er hier oben auch noch mal zu trollen. Das machen jetzt aber eben mal die Magier, und also Troll-Tesla auf 3 und auf 9. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so der Brüller ist. Ja, habt ihr gerade gesehen, das war gerade ein paar Magier. Also keine Angst vor Rathaus 15. Ja, und was macht der Toti? Der macht mit 14 15er. Ja, mit dem Avatar hier. Eigentlich wollte ich die Base mit dem 15er machen und mit dem 14er die erste. Habe ich aber nicht. Keine Angst vor Rathaus. Rathaus 15, der hat den Monolithen sogar schon auf 2. Ja, und naja, egal. Für mich waren hier 2 Sterne eigentlich, wären hier für mich optimal gewesen als Rathaus 14er. Denn mir fehlen natürlich 300 Truppen, nicht 300 Truppen, 20 Truppen, die der 15er ja mehr hat, und natürlich dann auch die Heldenlevel nochmal 5 drauf, wenn sie den Max sind. Und schöne Fassroller hier. Ich habe zwar jetzt alle 3 verschwendet, aber das ist nicht so schlimm, weil ich nicht genau wusste, wo geht der zweite und wo geht der dritte hin. Adler ist raus, und ich glaube, der hatte keine Clanburg, ne? Ja, okay, das könnte jetzt natürlich meine Ausrede sein. Der hatte keine Clanburg. Aber er hatte einen Monolithen auf 2 und 2 Kampftürme. Der erste wird jetzt gleich auch jetzt schon ausgelöst. Aber ihr seht das. Hier kann man das jetzt ganz gut sehen. Der wird hier zwar ausgelöst, das Rathaus ist auch mit drin, aber ich meine, sind wir mal ehrlich, da wäre jetzt noch ein X-Bogen mit drin, wenn der ausgelöst wäre, aber der ist in jedem Fall weg. Und also so steht er, glaube ich, nicht gut, weil der Inferno schießt jetzt auf nichts, der Luftfeger fegt auf nichts. Und deswegen habe ich. Viele Sachen sehe ich auch erst im Nachgang. Ja, viele Sachen sehe ich auch erst im Nachgang. Jetzt ballern natürlich beide Infernos auf meine Queen. Und ich habe jetzt, ja, ich hatte nur noch einen Fries, musste sie leider zünden, bekomme aber noch ein Inferno, glaube ich, raus. Und nee, ich bekomme keinen mehr raus. Das machen jetzt die Hawks, alles klar. Das machen jetzt die Hawks. Und einmal hier, ja, jetzt kommt der vermeintliche Monolith, wo ich auch Respekt vor habe. Respekt. Kein Schiss. Kein Schiss, Respekt vor habe. Aber ich habe nur noch kleine Einheiten im Feld, und da macht er ja nicht so viel Schaden drauf, ne? Ich meine, er macht natürlich Schaden drauf, klar, aber er muss auch immer wieder dann neu laden, so will ich es mal nennen. Und schön, schön gemacht hier. Der King geht richtig cool durch hier mit dem Jack. Und meine Tierchen jetzt beim 14er sind ja auch Max. Und ich kann ja auch keine anderen nehmen. Also von daher, vielleicht könnte man noch mal ein bisschen andere nehmen, aber gerade der Jack am oder mit dem König, wenn der Mauern macht und so, ist das schon eine coole Sache. Der geht wirklich cool durch. Und so werden das hier 3 Sterne. Ja, 14 auf 15. 14 auf 15. Mehr trinken, Toti. Habe ich damit gemacht. Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall keine Angst davor haben. Ja, wir haben jetzt nur einen Clankrieg bisher gewonnen. Es kann sein, dass wir den heutigen Clankrieg
gewinnen. Das weiß ich noch nicht. Der Gegner hat ja auch noch ein paar Angriffe und wir können ja auch noch nett fehlen. Aber in der Saison sieht das schon wieder ganz gut aus. Also für uns heißt es hier Saison halten in Meister 3 mit drei 13ern unten, die wir auch schön durchgetauscht haben. Also hier bekommt dieses Mal jeder die Möglichkeit, seine 8 Sterne zu machen. Wenn man denn nicht 7 Tage lang nur 1 Sterner macht, dann hat man nämlich nur 7 Sterne gemacht. Also sollte man schon an einem Tag vielleicht mal 2 Sterne machen. Ich auch. Ich nehme mich da ja nicht raus, sondern ich bin da ja auch mit drin. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, würde ich sagen, lasst mal einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und auch am Kanal dranbleiben. Alles Weitere steht immer in der Beschreibung unter dem Video. Das heißt also, welche Clans, wo könnt ihr reinkommen und so weiter, mein Discord etc. Und kommt da ruhig rein, ist eine nette, aber feine kleine Gemeinde hier rund um den Clan Herausforderer und um den Clan Free to Play. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen, das heißt am Freitag wieder. Im Moment schubst Supercell nichts nach, aber ich bin auch gespannt, was da auf uns zukommt. Vielleicht eine neue dunkle Truppe oder was auch immer, keine Ahnung. Niemand weiß im Moment was, alles stumm, alles still. Und deswegen würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, ciao, ciao, euer Toto. Clasht.